Karamanova und ich unterrichte in Deutschland Intimfitness nach der russischen Methode Inbuilding, auch als Wombuilding bekannt. Diese Methode dient dazu, eure Vaginalmuskulatur und Beckenbodenmuskulatur zu stärken und steuerbar zu machen. Aber worauf ich euch heute aufmerksam machen will, ist einfach die Durchblutung im Becken, die schon sehr, sehr viel für eure weibliche Gesundheit macht und auch für eure Stimmung. Guckt mal, den ganzen Tag sitzen wir so im Büro, auf dem Po, flach vor dem Computer. Dann sitzen wir genauso im Auto, dann zu Hause vor dem Fernseher und dieser Bereich wird gar nicht aktiviert. Es kann sein, dass dadurch auch gewisse weibliche Probleme kommen können. Was ich euch empfehle, jede Stunde ein paar Minuten in eure weibliche Gesundheit zu investieren. Dafür müssen wir unser Becken bewegen. Die Variante Nummer 1 mit dem Stuhl. Der Stuhl muss aber hart sein. Ich habe zum Beispiel zu Hause keinen harten Stuhl. Ich habe diese schöne Treppe. Ich setze mich drauf hin und hebe mich auf meinen Po-Hälften hoch. Die Po-Muskeln arbeiten und hebe mich hoch. So macht man idealerweise 200 Mal nacheinander. Dann wirkt es wirklich. Aber ja, wenn es nicht geht, macht weniger. Macht es, solange keiner ins Raum reingekommen ist. Alle zwei zusammen und dann abwechselnd rechts, links, rechts, links, rechts, links. Ihr könnt euch natürlich die Aufgabe noch schwerer machen. Die Beine strecken und euch hochheben. Da gibt es viel mehr Gewicht, ist anstrengend, aber eigentlich sehr angenehm. Probieren Sie es. Diese Übung machen die afrikanischen Frauen und sogar die Mädels, um gesund zu sein. Und sie haben es bestimmt bemerkt, die Frauen aus Afrika, aus dem Eisland. Sie haben viel weniger weibliche Probleme als wir Europäerinnen. Das hängt auch damit zusammen, dass sie so gut tanzen können. Sie üben es jeden Tag und schämen sich gar nicht davor, ihr Becken zu bewegen. Wenn es möglich ist, findet einen Kurs im orientalischen Tanz oder irgendwelche Latina und geht dort euch entspannen. Wenn es nicht möglich ist, macht gewisse Bewegungen auch zu Hause oder im Office. Auf der Toilette im Office geht auch. Ihr könnt eure Po schütteln. Dafür bewegen sich eigentlich die Knie. Die Po schüttelt sich von alleine. Ihr könnt Kreise machen. Ich zeige jetzt ganz einfache Übungen. Ja, mehr bekommt ihr natürlich auch der Tanzunterricht. Und die andere Richtung. Die achte Mal. Der Becken mal so eine 8 nach hinten und dann nach vorne. Macht Kniebeugen. Das regt auch die Durchblutung an. Wozu brauchen wir überhaupt die Durchblutung? Ja? Unsere Zellen leben jeden Tag und produzieren Abfall und brauchen die Nährstoffe für sich. Und dieser Abfall muss weggespült sein von der Lymphe, von der Blut. Und die schönen, guten Nährstoffe aus unserem leckeren Essen kommen auch mit der Blutströmung hierher und versorgen unsere Organe, versorgen unsere Gewebe, verbessern unseren Hormonhaushalt, verbessern auch unsere Stimmung durch den Hormonhaushalt und durch die Aktivierung der Bewegungen. Was habe ich noch nicht gezeigt? Ja, in der Ukraine gibt es eine sehr schöne Assoziation von dem Zentrum Love ist erfunden. Dort gibt es so ein Zentrum Love ist für die Ausbildung der Frauen, für die glücklichen Familienbeziehungen. Heutzutage beschäftigen sich auch mit den Männern und sie nennen diese Übung bei Jackson. Uch, 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 uch. Und sie empfehlen Michael Jackson jeden Tag, sogar jede Stunde im Büro zu machen. Sie sitzen am Computer. Dann machen Sie jede Stunde eine Pause, gehen aufs Klo und dort, oh, Michael Jackson, 8 Kreise, schütteln und der Tag läuft schon viel besser. Ich wünsche euch viel Gesundheit und alles Liebe. Wir sehen uns vielleicht in meinem Studio.